glaube ich, der kürzeste Weg zum Dorf. Zum Fluss, meine ich. Die Stelle auf Anhieb wieder. Okay, das sind Verschlinger. Wie kümmern wir uns dann? Okay, oder auch nicht. Ah, seid ihr eklig. So, ich hätte gerne mal, dass du einmal die Schwalbe benutzt. Nein, habe ich noch nicht gespielt. Ich besitze es zwar, aber ich habe es noch nicht gespielt. Bisher. Steht aber noch auf meinem Plan. Spätestens, wenn wir im Let's Play oder im Stream soweit sind. Bitte einmal alle Punkte mit einem Streich und ich bitte auch einmal. Immer noch einfach deine Lebensanzeige nicht. Okay. Ja. Ich frag mich ja, wann die anderen Teile davon kommen. Weil bisher ist es ja nur. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Und danach geht es ja leider erstmal nicht weiter. Für die PS5 ist ja von DC gekommen, da taucht Goofy auf. Ja, ich weiß. Ich weiß. Die Frage ist nur, wann bekommt man eine PS5? Aber noch kann ich warten. Noch kann ich warten. Ich habe die Hoffnung, dass ich die mir zu meinem Geburtstag dann holen kann. Das dauert noch ein paar Monate. So. Muss ich jetzt des Nachts da wieder hin? Was denn? Halskette bringen. Ja, naja, die Halskette bringen. Lass mich raten, noch die ist nur nachts da. Deswegen rennen wir da einfach gleich direkt mit hin. Jetzt hoffe ich nur, dass wir nur ein bisschen. Und mitgeverlässt, das sind normalerweise 3 bis 5 Stunden. Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, das beinhaltet ja knapp 50 Stunden jetzt. Warum renne ich hier lang? Also etwas davon habe ich tatsächlich schon gespielt, aber nicht viel. Nicht viel. Wir gehen hier gerade mal wieder. Oh ja, müsst ihr auch mal machen. Die auch mal wieder machen. Aber zurzeit komme ich überhaupt nicht dazu, privat mal zu zocken. Gestern habe ich ja
also Kumpel. Wir kamen gestern vorbei und da haben wir den 5. Teil der Legacy of Kain Reihe angefangen, weil er halt die Reihe noch nicht ganz so kennt. Und später am Abend habe ich dann noch Herr der Ringe, das 3. Zeitalter für PS2 gespielt. Das ist so ein, ja, ähnlich aufgebaut wie Final Fantasy X. Auch mit dem Kampfsystem und so. Das war auch mal wieder ganz cool. Nur irgendwann hat es mich dann so zerrissen. Da musste ich dann leider ins Bett. Ich war echt irgendwann einfach nur noch fertig. Ich weiß etwas, das ihr nicht wisst. Zum Beispiel? Ich mag das Mädchen nicht. Der komische Fischmann ist wieder da. Diese bösen Fischleute haben vom Altar der Herrin gegessen. Ekelhaft. Der Wodja-Neupriester ist zurückgekehrt. Er war weg? Ich muss mit ihm reden. Ich wusste nicht mal, dass er weg war. Aber okay. So, wir gehen erstmal hier zu der Najade. Und geben ihr mal die Halskette wieder. Denn ich brauche sie ja nicht. Reden wir. Habe ich auf PS2. Ja, ach, das war früher eigentlich heute noch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Vor allem, ich liebe halt auch Spiele, wo, wenn du die Ausrüstung wechselst, man sie auch sieht. Und nicht einfach nur, ach ja, ich trage die Rüstung, sehe aber noch immer noch genauso aus wie vor 500 Jahren, wo ich dieses Spiel gestartet habe. So, das war da ja Gott sei Dank anders. Und was ich auch toll fand, dass man nicht Frodo oder Konsorten da spielt, sondern dass man halt mal andere Charaktere trifft. Wo die Namen tatsächlich auch bei dem PC-Spiel drin vorkamen. Schlacht um Mittelerde. Da kamen zumindest mindestens 3 oder 4 der Namen mal drin vor, meine ich. Das ist immer geil, wenn sich die Optik des Schars ändert. Ja, oh, ich liebe das. Ich habe so wenig Spiele davon. Oh. Von so einer Art, wo sich wirklich mal der Rüstung ändert und man echt sagen kann, so, jo, ich sehe gut aus. Schicke Rüstung. Das passt. Aber das gibt's hier leider nicht so oft. Dafür 7 sind leider nur die Waffen, die sich ändern, ja. Aber wenigstens etwas. Wenigstens etwas, wo sich was ändert. Besser als wenn gar nichts wäre. Da kenne ich ein paar von. Und das mag ich echt, ja. Ja, ach. Sowas ist schon toll. Eventuell spiele ich nachher noch mal weiter. Je nachdem, wie lange ich noch streame. Das weiß ich noch nicht genau. Ja, aber macht echt mal wieder Spaß, so die alten Spiele zu spielen. Ich habe eure Halskette. Wie man früher so gemocht hat. Wundervoll. Und jetzt eure Belohnung. Ich kann euch ein Buch über die Wodja-Neu oder eine Erdrune anbieten. Oder, wann immer es erforderlich ist, eure Wunden versorgen. Ich hätte gerne die Erdrune. Die Erdrune. Ein Geschenk für einen wahren Krieger. Danke. Nehmt dieses Präsent als Andenken mit. Heilen kann ich mich selber. Das Amulett beschützt euch vor Ertrunkenen. So, und wir können wieder meditieren. Aber das machen wir gleich erst. Funkende Abwehr, Natalisman. Hey, komm. Warum nicht? Wenn es mir die Viecher wenigstens mal im Leibe hält. So, und der Wodja-Neupriester soll ja wieder da sein, auch wenn ich nicht weiß, wann er weg war. Aber ist da, das passt. Jetzt gehen jetzt die Kerzen an. Tachchen. Heden, Gohl, Wohl, Tal, Hohl. Ich habe Berengars Auftrag übernommen. Erzählt mir von diesem Konflikt. Wir unter Wasser leben, tief im Wasser. Wir lieben Herren, aber nicht alle lieben. Viele Dagon lieben. Herren verlassen. Ah. Menschen töten. Hoffe, euer Schwert weglebt, Dagon. Danke. Ich Lohn geben. Verstehe. Nacht. Groß, dumm, Preis, Kuh im Dorf.
Dagon kommt für Sie. Bis morgen früh. Ihr Dagon wird leben. Wir geben groß Lohn. Etwas Schwert, etwas wundervoll. Ich soll die Kuh als Köder für Dagon stehlen? Ihr großdummen Preiskuh auf Altar wegleben. Dagon kommen aus Tiefe. Ich soll sie auf dem Altar opfern. Ihr lieber Menschenopfer? Uralaulol. In irgendeinem Game wird das mit dem Rüstung richtig geil gemacht. Ich finde es sehr. Also wenn du es findest, musst du mir das unbedingt mal sagen. Würde mich echt interessieren. Weil wie gesagt, sowas finde ich echt richtig, richtig, richtig cool. Oh, ich habe da viel zu wenig von, wie gesagt. Die Herrin des Sees möchte gern bei der Lösung des Konflikts helfen. Leo-Raul, lass sein. Die Herrin des Sees möchte, dass Wodjanoi und Menschen friedlich zusammenleben. Da sollte man ihre Lieblingskuh nicht töten. Aber trotzdem, Dagon muss wegleben. Darum kümmere ich mich auch. Aber dafür müsst ihr mir etwas geben. Großdumm Preisko, besser Idee. Doch gehorsam zur Herrin ich muss. Ihr wählt. Ich nehme euren Stab. Okay. Das ist ja so richtig, aber weiß ich nicht. Darf es hier nicht irgendwo ein Lagerfeuer? Das ist vorne, glaube ich. Ja, nein, vielleicht. Doch. Sie ist weg. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. So, neue Talente erworben. Wo habe ich denn überall noch Bronze? Hier überall. Hier überall nicht mehr. Okay. Präzisionstreffer, Schaden. Dann einmal Stärke. Das ist bei Tabletop-Simulator so mit der Ausrüstung ist. Da kann man sogar Handschuhe und Ringe im Schar sehen. Das Game ist so ein XXL-Projekt, wo man locker 10 Euro ranrechnen muss. Okay. Boah. Nee, das will ich nicht abbrechen. Jetzt mache ich einmal. Und bitte einmal Ausdauer. So. Pathfinder Kingsmaker. Ah, okay. Das sagt mir zumindest vom Namen her was. Vom Namen her habe ich das schon mal gehört. Aber, großartig, was du unter vorstellen kann, bin ich mir leider nicht. Wenn ich ehrlich bin. Okay, das ist nicht richtig genommen. Okay. Ach ja, das ist hier wieder. Was macht das hier nochmal? Hirnzeichen, ja. Das ist nicht die Bohne. Das Hirnzeichen. Also, wir müssen auf jeden Fall wieder mit Julian sprechen. Wir müssen. Mit Alina. Oder Alina müssen wir erstmal finden. Das Spiel ist so richtig bei Baldur's Gate. So auch noch dein eigenes Grün vielleicht recht musst.
Weil das Geld fand ich damals cool. Aber das klingt auch echt gut. Können wir mal anschauen. Unbedingt. Ah. Ich glaube, mit Berenga können wir noch nicht großartig viel anfangen. Ja? Ich habe das Gefühl, dass ihr mir nicht alles sagt. Wie scharfsinnig. Da ist noch eine Sache. Die Salamandra wollen Alvin. Ich weiß nicht warum, aber er ist wichtig für sie. Sie haben mich hierher geschickt, um ihn zu suchen, aber ich habe nichts dergleichen vor. Ich will nur ein paar Ohrens verdienen, dann verschwinde ich für immer. Mehr wisst ihr also nicht über den Angriff auf Kaer Morhen und die gestohlenen Hexerformeln? Nicht das Geringste. Dann habe ich nur einen Rat für euch. Haltet euch von Alvin fern. Ja? Lebt wohl. Das erinnert mich nicht darauf, wenn wir reden würden. Ja, mache ich. Ich versuche das selber daran zu denken. Aber ich versuche dich zu erinnern. Kannst du mir auch einfach... Warte mal. Wozu hat man denn schlaue Zettel daneben? Ich weiß nicht, ich schreib's mir doch einfach auf. Und passt das. Ja. So. Ha. Wozu hat man Zettel und Stift? So, ich sollte speichern. Seit wir angefangen haben, habe ich nicht gespeichert. Das ist so. Ich fühle mich einfach zu sicher in dem Spiel gerade. Na gut, wenn ich tatsächlich an den Endkampf denke, der war sogar auf Mittelkinder einfach. Also das hier ist tatsächlich so ein Spiel, da sind alle anderen Bosse knackig. Außer jetzt auf leicht. Nur der Endboss, den konntest du einfach mal über die Schulter werfen. Mit dem Schmied sollten wir reden, bevor ich es vergesse. Mit dem Schmied, dann mit Alina. Ja? Berenga erwähnte, dass ihr die Legende von Rabe kennt. Ich weiß nichts über die Legende. Ich interessiere mich mehr für Technik. Diese Rüstung war ein Durchbruch, der nur durch Fortschritte in Metallurgie und Schmelztechnik möglich wurde. Sehr interessant. Wegen der Rüstung. Ich kann euch ihre Qualitäten schildern. Gut. Aber bedenkt, ich weiß nur wenig über Metallurgie und Schmiedekunst. Drei Elemente von Rabes Rüstung sind erhalten. Eine Schulterplatte, eine Armröhre und einen Handschuh. Bestes Eisenerz und neueste Technik kamen bei der Herstellung zur Anwendung. Nicht diese nutzlosen Schmelztiegel aus Temerien. Die Gnome sind uns technologisch eine Generation voraus. Die haben Schmelzöfen und Gusstanks unter dem Carbonberg, von denen unsere Handwerker nur träumen können. Könnt ihr mir etwas über die Rüstung erzählen? Wie ihr wollt. Mit den erwähnten Techniken kann man Stahl herstellen, der hart und flexibel zugleich ist. Praktisch unzerstörbar. Wie gesagt, es sind nur Teile der Rüstung erhalten. Wenn ihr die ganze Rüstung restaurieren wollt, müsst ihr Ersatzmaterialien finden, sowie jemanden, der die Teile zusammenbauen kann. Irgendwelche Vorschläge? Sucht in Grüften, in denen große Ritter begraben wurden. Die Grafen der Ruiter-Dynastie sollen ähnliche Rüstungen getragen haben. Deren Teile sollte man umschmieden können. Okay. Lebt wohl. Gut. Dass jeder mit seiner Funktionsmöglichkeit finden. Ich muss den natürlich mal, okay. Ich weiß, dass wir Richtung Ende auf jeden Fall an diese Rüstung kommen. Wie gesagt, ich muss mir dann hier mal so ein Nebentab hier öffnen. Weil ich nicht mehr weiß, unter welchen Bedingungen man welche Rüstung kriegt.
Es gibt, glaube ich, drei Arten der Rüstung. Leicht, mittel, schwer. Und ich glaube, ich hatte beim letzten Mal die leichte Rüstung. Interesse hätte ich allerdings auch an einer schweren Rüstung. Deswegen möchte ich mal gucken, wie wir die bekommen, unter welchen Voraussetzungen, was wir dafür getan haben müssten und so weiter und so weiter. So, ja, jetzt einmal zu den Feldern. Nein, das will ich gerade nicht nachgucken. Das ist einmal mit Alina. Ich glaube, ich weiß aber, wo man sie findet. Da ist so eine Gruft. Okay. So, hier möchte ich mich jetzt erstmal selber umsehen. Dieser Mond hier drin ist so schön. Wie wir Mondfelder. Eine Mittagserscheinung. Du bist ganz schön hässlich, weißt du das? Da kommt noch jemand an. Ja, noch einer. Ich glaube, die war ein bisschen zu lange in der Sonne, die gute Frau. Wie viel? 27 war schon gespielt. Oder kennst du die ganze Geschichte? Ich habe den Teil bis kurz vor den Endboss gespielt. Ich habe damals kurz vorm Endboss aufgehört. Aber ich kenne die Geschichte, ja. Ich kenne die Geschichte. Ich erinnere mich. Ja, ich frag mich nicht, warum ich das nie irgendwie. Das ist viel mit Buchreihen oder Filmreihen. Ich habe immer Probleme, den letzten Teil, den letzten Abschnitt zu Ende zu spielen oder zu lesen oder zu gucken, weil ich Angst habe, enttäuscht zu werden. Und das Spiel hat mich sowieso damals mitgenommen. Ich war völlig fertig, als ich dieses Spiel gespielt habe. Also, ja, das war schon damals nicht ganz ohne. So, wir müssen einmal hier hin, dass wir einen Ort der Macht. Der Macht interessiert mich gerade allerdings herzlich wenig. Ja, hier sind wir richtig. Mir wird schlecht. Vom ewigen Hin und Her gedreht. Ich hatte ein Tuch voll der saftigsten, reifsten Himbeeren für meinen Liebsten. Habt ihr mein Tuch gesehen, Wanderer? Ich habe es verloren. Ich heirate bald, muss aber meinen Liebsten ein letztes Mal sehen. Er ist sicher traurig, wenn ich ihm keine süßen Himbeeren bringe. Liebe ist Leid, ein Schmerz, der meine Seele durchbohrt. Wo ist nur mein Liebster? Kommt, rot in der Sonne. Ah, meine teure Schwester, ich weinte an deiner Schulter. Warum?
Warum ist mir so kalt? Weil ihr tot seid, Alina. Ihr lügt. Ich kratze euch die Augen aus. Bitte nicht. Aber... Kennst du vielleicht diese Geschichte? Ken, ja. Ich hab den als Kind zumindest einmal gesehen. Gemocht habe ich den Film nicht. Und erinnern kann ich mich schon auch nur noch an eine Stelle. So, ja. Also irgendwie, also ich mochte den Film damals überhaupt nicht. Ich kann ja nicht mal mehr sagen, warum. So, Ektoplasma. Ja gut, Alina ist ja, etwas sehr tot. Ach, da hinten ist der Himmelbusch. Okay. In dem Film habe ich nicht gesehen, dass der Erwachsene das Buch gelesen. Ich war schon. Das Buch müsste ich, glaube ich, auch noch besitzen. Aber ich glaube, ich habe als Kind den Film gar nicht mal so richtig verstanden. Könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich müsste ich mir den wirklich irgendwann nochmal angucken. Ich weiß gar nicht, mit wann ich diesen Film gesehen habe. Aber der Film endet das Buch gerade zur Hälfte durch. Echt? Also ich habe das Buch noch nie gelesen, ich besitze es aber. Steht zu der hintersten Ecke meines Regals. Ihr habt meine geliebte Alina getötet. Ich wollte das nicht. Lügnerin, ihr wart eifersüchtig auf sie. Sterbt, Mörderin. Die Szene habe ich vergessen. Alina ist einfach sehr blau. Je nach Buch ist es anders. Echt? Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Könnt ihr mich hören? Ihr, der ihr weder Mensch noch Gespenst seid. Ein Sterblicher, dem der Tod nachfolgt. Was seid ihr? Eine Seele dazu verflucht, auf ewig durch die Welt zu ziehen. Wer hat euch verflucht? Also ich wusste echt nicht, dass da... Selbst als ich meine Schwester Alina getötet habe, aus Eifersucht... Selina. Um die Liebe betrogen, um die Sonne betrogen. Auch so. Es brennt. Nachts singe ich mein Klagelied. Ja. Da weiß ich's. Gut, ich habe mich für die unendliche Geschichte, aber wie gesagt, noch nie groß interessiert. Es war einmal gesehen, fand ich nicht toll, nie wieder angerührt. Ich habe halt von der Ringe 7 Bücher. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Alle weiß eingebunden. Okay, cool. Das ist echt cool. Also ich weiß, also ich habe hier in dem Regal habe ich auf jeden Fall Herr der Ringe Bücher stehen und ich habe oben noch jede Menge. Und dann noch die ganzen Nebengeschichten, Vorgeschichten. Sachen, die irgendwann mal vor Urzeiten, bevor Herr der Ringe überhaupt gespielt hat, stattgefunden haben und was weiß ich. So. Wenn wir uns geschenkt die Herren dieses Jahr, okay. Wo war nochmal das mit der... Ach, da, okay, das mit der Gruft ist noch eingeloggt. Können wir auch gleich drüber reden. Ja. Wie gesagt, je nachdem, wie lange ich noch mache. Ansonsten auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich schreibe mir unsere Themen auf jeden Fall mal auf. Eins habe ich ja schon. Dann können wir da in Ruhe drüber quatschen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch streame. Kann sein, dass es ich nur eine halbe Stunde mache. Oder dass ich nur noch eine Stunde mache. Dass ich eine Stunde mache oder dass ich vielleicht bis zwei mache. Je nachdem, wie meine Energie noch so ist. Gut, da komme ich nicht hoch. Hier hinten kommen wir rüber.
Sie habe ich beim letzten Mal zum Beispiel auch überhaupt nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass es hier noch eine Gruft gibt. Ach du Grün. Hi. Doch noch einmal normale Katze hergestellt, oder nicht? Ja. So. Dass man bei ihm eigentlich die Adern sieht. Irgendwie heftig. Wir sind zu viel trainiert, der Gute. So, ich werde aber nochmal eine ganz kurze Pause machen. Ich glaube, das ist ja jetzt wieder 2 Stunden her. Okay, da lauert jemand. Ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. So, dann gehe ich nämlich nochmal ganz kurz wohin. Dann bin ich gleich auch wieder zurück.